Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um das Glasgow-Mobil gehen und die BMW Isetta. Ich glaube, die kennt jetzt keiner von euch, die zwei Autos, aber das Gogo-Mobil gibt es nicht mehr, die Isetta auch nicht mehr, aber BMW hat ja bestanden, die Marke vom Gogo nicht mehr. Also es gab einmal das Gogo, das war ein Roller, und das Gogo-Mobil, das war ein Auto, aber wurde als Vierradroller früher verkauft. Oder angeboten, hat man gesagt, das ist ein Vierradroller. Hat einen Zweitaktmotor mit 15 PS und wurde von 1900, das muss ich gerade selber überlegen, von, glaube ich, 1955 bis, von 55 bis wie viel? Keine Ahnung, bis in die 60er Jahre reingebaut. Also von 55 bis, keine Ahnung, schätze es mal, 62 oder vielleicht ein bisschen weiter noch, keine Ahnung. Könnt ihr aber gerne mal selber nachgucken. Ich weiß nur, dass von 50ern bis in die 60er Jahre gebaut wurde. Das könnt ihr selber nachgucken. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Die BMW Isetta wurde von 1955, glaube ich, auch bis 1962 gebaut. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber das Gogo-Mobil wurde, glaube ich, nein, das Gogo-Mobil wurde bis 69 gebaut, glaube ich. Genau. Entschuldigung für das Wirrwarr gerade, ich musste einmal ein bisschen überlegen, dass ich mir das merken kann. So. Und ja, ich weiß nicht, ich will halt nur ein bisschen darüber reden, weil mir halt alte Autos ein bisschen gefallen, und das Gogo hat sich ja extrem gut verkauft. Leider sind die heute nicht mehr so oft zu sehen, weil viele leider in Lost Places oder irgendwo verstauben, nicht mehr beachtet werden und so. Und das war echt schade, dass da nichts mehr gemacht wird, dass die nicht irgendwie einfach rausgeholt werden und restauriert werden, sondern dass die einfach dort vergammeln müssen. Und das finde ich echt schade. Das kennt ja auch eigentlich keiner mehr. Eigentlich müsste es ja ich auch nicht mehr kennen, aber ich kenne es halt einfach durch natürlich Großeltern und so. Natürlich kennt man es dadurch, weil die es halt auch noch kennen. Und ja, ich habe einfach so eine Leidenschaft für alte Autos entwickelt mittlerweile. Also, das ist egal, welche Jahrzehnte oder so, aber das ist halt einfach jetzt gekommen. Und es wird einfach so bleiben, also nicht dieser ganze moderne Tablet-Kram hier, wie im neuen Touareg zu sehen ist und so, sondern schön alt und oldschool. Das älteste Auto, das ich ja jemals mitgefahren bin, war eine Porsche 356, ich weiß nicht, aus welchem Jahr der war, genauer, aber ich schätze mal 50er Jahre. Und ich hoffe, dass man mich noch versteht, und ja, wir drehen mal kurz um. Das Gogo-Mobil wurde von einem gewissen Hans Glas gebaut, deswegen heißt die Marke auch Glas Automobile. Und der hat dann, irgendwann ist der, glaube ich, pleite gegangen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass die Marke heute nicht mehr gibt. Obwohl sich das Gogo extrem gut verkauft hat. Also das Gogo-Mobil, das Gogo glaube ich auch, aber beim Gogo-Mobil ist, glaube ich, mehr so die Bombe eingeschlagen. Man sieht es ja auch in alten Werbefilmen, die man noch auf YouTube findet zum Beispiel, wie viele Gogo-Mobile da einfach noch rumgestanden sind auf den Werksgeländen und Zeug. Leider gibt es so eine Werksgeländeaufnahme von der Isetta leider nicht. BMW hat ja damals die Motorradwerke dafür benutzt, die Isetta zu bauen, weil die hatten ja keine Autowerke mehr, alles vom Krieg zerstört. Und da haben sie die Isetta halt in den Motorradfertigungshallen haben sie die dann gebaut. Aber es läuft hier komischerweise als Auto. Die wollten es zwar nicht als Auto rausbringen, haben dann auch gesagt Motocoupé. Also das war so gesehen wie beim Gogo, dass die bei Glas einfach gesagt haben, ey, wir sagen Vierradroller. Und die bei BMW haben gesagt, wir nennen es Motocoupé und nicht Auto. Also da das, ja, und das wird, sieht man ja heute noch in Dokumenten, dass das halt so genannt wurde, und ja, was kann ich da noch groß dazu sagen? Also so gesehen, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht bei der Familie oder so,
habe ich schon erzählt bekommen, hat jemand, also jemand Bekanntes war das, glaube ich, weiß nicht mehr genau, oder ja, hat einen Gogo gehabt. Und ja, das hat er natürlich damals gehabt, weil die kommen noch aus der Zeit, also die haben das ja noch live miterlebt. Natürlich die ganzen Großeltern und so. Und ja, eigentlich kann die nachfolgende Generation, die da sich nicht informiert, gar nichts darüber sagen. Und ich informiere mich darüber und kann auch was darüber sagen. Ne? Und ja, weil es halt auch mein Interesse ist. Und ja, da würde ich jetzt auch mal sagen, ciao, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Und schreibt mal in die Kommentare, wer das Gogomobil und die Isetta noch kennt. Oder halt überhaupt kennt. Ja, ciao Leute.